Hallo, meine lieben Tarzanisten, ich begrüße euch zu einer neuen Filmfehlerfolge. Heute mit Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Und wir starten gleich mit dem ersten Fehler, wo man schon genau hinschauen muss. Inzwischen müssten sie tot sein. Vernichtet, was von ihnen übrig ist. Verzeihung. Er ist schon wirklich schwer zu erkennen. Zoomen wir mal ran. Schaut mal genau auf den Finger des Droiden. Er geht durch die Waffe durch. Wie bei so einem älteren PC-Game. Schaut einfach klasse aus. Und gleich zum nächsten Fehler. Hast du das gehört? Jo. Das ist das Geräusch von tausend furchtbaren Dingen, die hierher unterwegs sind. Wenn sie uns entdecken, werden sie uns auseinandernehmen. Uns in kleine Stücke zerreiben, bis nichts mehr von uns übrig sein wird. Ah, jetzt ich euer Argument verstehen genau. Wieder mal ein klassischer Fehler. Zuerst hat Obi-Wan seinen Padawan-Zopf vorne, dann Schnitt, liegt da hinten. Fehler Nummer 3. Uns bleibt nur noch wenig Zeit, Meister. Wir brauchen einen Navigator, der uns durch das Innere des Planeten führt. Dieser Gang könnte uns von Nutzen sein. Was geschieht nun eigentlich mit Jar Jar Binks? Dieses Mal muss ich zugeben, diesen Fehler habe nicht ich entdeckt, sondern der gute 2II Infets. Ich werde ihn unten verlinken. Der hat nämlich auch ein Fehlervideo gemacht. Wenn man genau hinsieht, sieht man bei Obi-Wan das Mikrofon. Gar nicht so einfach zu entdecken, muss ich sagen. Bei der nächsten Szene sieht man, dass einfach irgendwas nicht passt. Schauen wir mal, ob ihr es bemerkt. Na, habt ihr es gesehen? Seht mal genau hin. Padmes Kleid wird wohl gerade aufgeladen, denn man sieht ein Stromkabel. Und auch der nächste Fehler ist wieder von dem guten 2II Infets. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, aber er ist unten verlinkt. Vorwiegend gibt es hier Feuchtfarmen, ein paar eingeborene Stämme und Aasgeier. Die wenigen Raumhäfen wie dieser sind Zufluchtsstätten für diejenigen, die nicht gefunden werden wollen. Wie wir. Das sei ganz, ganz schlimm. Irgendwie komisch, oder? Denn dieser Speeder steht auf Reifen. Und gleich zum nächsten. Habt ihr eine Unterkunft? Wir gehen wieder zurück auf unser Schiff. Ist das weit? Draußen vor der Siedlung. Da werdet ihr nie rechtzeitig hinkommen. Sandstürme sind sehr, sehr gefährlich. Kommt mit, ich nehme euch mit zu mir nach Hause. Hier sieht man, dass sie R2-D2 bei dieser Szene einfach hingestellt haben. Also er ist nicht selber hingefahren, weil man sieht keine Reifenspuren zum Haus, sondern nur, wenn er wegfährt. Bei dem nächsten Fehler achtet mal genau auf Anakins Hand. Wo sind denn alle? Ups. Ja. Oh, hallo, ich bin C3PO, Roboter Menschkontakte. Womit kann ich euch dienen? Er ist perfekt. Oh. Gesehen? Zuerst benutzt er die linke Hand und danach drückt er das Auge allerdings mit rechts rein, ohne dass er Zeit hatte, die Hand zu wechseln. Und nun achtet mal genau auf den Bart von Qui-Gon Jinn. Es gab keinen Vater. Ich trug ihn aus, habe ihn geboren und aufgezogen. Ich kann nicht erklären, was geschehen ist. Könnt ihr ihm helfen? Ich weiß es nicht. Eigentlich bin ich nicht hergekommen, um Sklaven zu befreien. Da ist wohl eine Menge Zeit vergangen, denn der Bart ist in der Mitte der Oberlippe plötzlich dichter als vorher. Also vorher war er so gut wie gar nichts da und dann plötzlich zu.
Bei dem nächsten Fehler war die Verletzung wohl nicht so schlimm, wie sie aussieht. Halt still, Annie. Ich will die Wunde reinigen. Das sind so viele. Haben die alle ein Planetensystem? Die meisten schon. Hat jemand schon mal alle besucht? Unwahrscheinlich. Ich glaube, diese Wunde musste man nicht mehr reinigen, denn es war nicht mal Blut auf dem Tupfer. Bei dem nächsten Fehler wäre es wieder mal interessant zu wissen, wie es dazu gekommen ist. Man sieht am Anfang, wie Sebulba den Stabilisator umknickt. Als er aber mit Anakin spricht, ist der wieder so, wie er sein soll. Und gleich zum nächsten. Und auf jetzt Skywalker! Mann, Eddie, los! Er wird es nicht leicht haben, das Spitzenfeld zu überholen! Am Anfang sieht man, dass der Monitor Griffe hat, aber später in Nahaufnahme sind die Griffe weg. Dieses Mal haben wir wieder einen Schusslichkeitsfehler. Ruhig, ganz ruhig. Habt ihr ihn bemerkt? Zuerst aktivieren die Gungans ihre Schilde. Dann Schnitt. Die Schilde sind nicht mehr aktiviert. Und weiter geht's. Ich werde versuchen zu rollen, das ist ein guter Trick. Ich weiß, dass wir Probleme haben, halt dich einfach fest. Invertierte Sternenschiffsteuerung. Habt ihr es bemerkt? Anakin bewegt den Steuerknüppel nach links, aber das Schiff macht rechts eine Rolle. Der nächste Fehler ist vermutlich jedem aufgefallen. Die knickt da kaputt. Er ist nicht schwer zu erkennen. Irgendwie ist die Bewegung des Lichtschwerts und der Funkenflug asynchron. Bei dem letzten Fehler muss ich vorher sagen, dass ich die Blu-ray-Version gesehen habe, also eigentlich so ziemlich die letzte Version, die rausgekommen ist. Und trotzdem wird Keira Knightley in den Credits falsch geschrieben. Seht mal genau hin, das E und das I sind vertauscht. Und das haben sie bis heute nicht geändert. Das wird mich ziemlich ärgern. So, das war's wieder mit der heutigen Filmfehlerfolge von Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht den Daumen nach oben. Wie üblich seht ihr hier überall meine Playlists. Dieselben Links für die Handynutzer auch unten in der Beschreibung. Auch mein Facebook-Link und vielleicht sieht man sich mal in einem Livestream. Bis zum nächsten Mal. Ciao!